Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite, guten Abend und herzlich willkommen. Das Thema dieser Jahrestagung, Sie wissen es ja, spielt auf einen Vortrag an, den Thomas Mann am 5. Juni 1926 zur 700-Jahr-Feier seiner Heimatstadt gehalten hat. Unter dem Titel Lübeck als geistige Lebensform schildert Thomas Mann darin, autobiografisch und zugleich kultursystematisch, die Bedeutung Lübecks für seine Entwicklung zum Künstler. Künstlertum ist in den Worten dieses Essays etwas Symbolisches. Mehr noch, es ist die Wiederverwirklichung einer ererbten und blutsüberlieferten Existenzform auf anderer Ebene. Das hanseatische Lübeck, Travemünde und das Meer seien, so Thomas Mann in dieser Geburtstagsrede an seiner Heimatstadt, sie seien in Buddenbrooks und Tonio Kröger, im Tod in Venedig und im Zauberberg als Schauplatz oder als Kulisse, als ideell existenzieller Subtext oder als geistiger Anspielungshorizont präsent. Die norddeutsche Landschaft, die städtische Architektur, Lübecks Marzipan und schließlich seine plattdeutsche Musikalität avancieren so zu Elementen und Modellen einer geistigen Lebensform. Ihr Fundament und ihr Zentrum hat diese geistige Lebensform, nach Thomas Manns Worten, in einer Bürgerlichkeit, die mit der Idee der Menschlichkeit, der Humanität und der Bildung direkt verknüpft sei. Auch zeige sich eben hier, ich referiere Thomas Mann aus dem Jahre 1926, auch zeige sich eben hier das Wesen des Deutschtums, eines Deutschtums freilich, das sich als wörtlich Weltbürgerlichkeit, Weltmitte, Weltgewissen, Weltbesonnenheit präsentiere. Sohn dieser Stadt, immer weiter Thomas Mann 1926, sei er gerade deswegen, weil er sich von ihr entfernt, weil er sich vor allem mit Buddenbrooks heftiger Kritik seiner Mitbürger ausgesetzt habe. Schließlich verdanke er sein Künstlertum jener Bürgerlichkeit, in die er durch Elternhaus und Herkunft hineingeboren worden sei, und zwar, Sie hören jetzt alle die bekannte Antithese, im Sinne seiner Entbürgerlichung. Als Schriftsteller, der zum 700. Geburtstag Lübecks vor seinem Publikum stehe, habe er stets nur, so Thomas Mann, eine Geschichte erzählt, die Geschichte der Entbürgerlichung, aber nicht zum Bourgeois oder auch zum Marxisten, sondern zum Künstler, zur Ironie und Freiheit, Ausflug und aufflugsbereiter Kunst. Thomas Manns Laudatio auf Lübeck intoniert, das merken Sie an diesem Zitat und vielen anderen, auf die ich hier natürlich verzichte, die Laudatio auf Lübeck intoniert gleich mehrere Leitmotive, die für das Frühwerk und auch noch für den Autor der Weimarer Republik charakteristisch sind. Da ist der Gegensatz zwischen Künstlertum und Bürgertum. Und hier vor allem die Vorstellung, dass wahre Freiheit im Raum der Kunst und im Modus der Ironie, nicht aber im Modus eines, wie es heißt, kulturwidrigen Demokratismus zu finden sein. Da ist das Plädoyer für ein Deutschtum der Mitte, das sich den Extremen verweigert und stattdessen einer übernationalen Idee der Menschlichkeit verpflichtet ist. Da ist das Dreigestirn, unvermeidbar, aus Schopenhauer, Nietzsche und Wagner. Und schließlich ist da die Absage an eine aus nihilistischer, Achtung, Schönheits- und Genussseligkeit folgende Todesvagabondage. Schließlich endet der Text mit einem Bekenntnis zu einer Lebensbürgerlichkeit, einem Sinn für Lebenspflichten und Leistungsethos, derer gerade der Künstler besonders bedürfe. Schon ein oberflächlicher Blick auf den Lübeck-Essay ergibt, das Exil, um das es uns ja hier geht, ist für Thomas Mann niemals eine geistige Lebensform gewesen oder wohl gar geworden. Das zeigt sich seit März 1933 in der Wortwahl. Er spricht von seiner Austreibung aus Deutschland, von nationaler Exkommunikation. Schließlich, wie ich im Titel zitiert habe, vom Herzasthma des Exils. Das Exil war für Thomas Mann eine lebens- und werkgeschichtliche Zäsur,
der er zwar epochale und epochenbildende künstlerische Gestalt zu geben vermochte, die ihn aber wohl kaum von einer geistigen Lebensform hätte sprechen lassen. Ich will dies im Folgenden in drei Schritten illustrieren und auch begründen. Zunächst in biografisch-zeitgeschichtlicher, sodann in literarischer und schließlich drittens in Hinsicht auf das politisch-literarisch-publizistische Selbstverständnis Thomas Manns. Im Zentrum stehen dabei drei große offene Briefe, an denen sich Thomas Manns Um- und Neudeutung von Positionen, wie ich sie Ihnen aus der Lübeck-Rede in Erinnerung gebracht habe, ablesen lässt. Es handelt sich um die Antwort an Eduard Korodi. Es handelt sich um den berühmten Bonner Brief, ersterer vom Beginn, letzterer vom Ende des Jahres 1936. Und schließlich handelt es sich um den großen Brief an Walter von Molow aus dem Jahre 1945. Kommen wir zu meinem ersten Punkt. Am 11. Februar 1934, es ist Thomas und Katja Manns Hochzeitstag und der erste Jahrestag der Abreise des Ehepaares aus München, schreibt Thomas Mann im Tagebuch: Diese Tagebuchaufzeichnungen, wieder aufgenommen in Arosa, in Tagen der Krankheit durch seelische Erregung und durch den Verlust der gewohnten Lebensbasis, waren mir ein Trost und eine Hilfe seither. Die Motive sind deutlich. Das Tagebuchschreiben bietet Trost und Hilfe unter Bedingungen, die seit nunmehr einem Jahr andauern und die auch in den kommenden Jahren bestimmend bleiben werden. Das Exil, der Verlust der gewohnten Lebensbasis, verursacht Krankheit durch seelische Erregung. Im Frühsommer 1933 hatte Thomas Mann in einem Brief an Alfred Neumann von einer Mitgenommenheit meiner Nerven gesprochen, die sich als wörtlich Trägheit und Unlust des Geistes äußere und trotz aller Anstrengungen immer wieder den Sieg davon trägt. Am 4. November 1933 spricht er im Tagebuch von einer Art seelischer Wurzelhautentzündung, die auch bei gelegentlicher Aufhellung nicht weichen wolle. Schon der heraufziehende Nationalsozialismus hatte Thomas Mann empört, angeekelt und nachgerade krank gemacht. Der einstmals unpolitische Betrachter, dem der Krieg als Reinigung und die Demokratie als ungeistig und undeutsch erschienen war, hatte sich seit 1922 zu einem entschiedenen Republikaner entwickelt. In über 300 publizistischen Beiträgen tages- und allgemeinpolitischen Zuschnitts geißelte Thomas Mann zwischen 1922 und 1933 den Faschismus als obskurantistischen Rückfall, als romantische Barbarei und vielerlei mehr. Mit scharfsichtigen Formulierungen, bissiger Treffsicherheit und höhnischer Präzision hat Thomas Mann auf den Aufstieg und die Wahlerfolge der NSDAP reagiert. Folgerichtig verursachten ihm die Machtübertragung an Adolf Hitler und die Etablierung der nationalsozialistischen Diktatur Übelkeit, Schlaflosigkeit, nervöse Verstimmung und ein dauerhaftes Leiden an Deutschland. Bekanntlich hatte Thomas Mann am 11. Februar 1933 eine Vortragsreise nach Amsterdam, Brüssel und Paris angetreten. Ein Erholungsurlaub in Arosa schloss sich an. Dem dringenden Rat seiner ältesten Kinder folgend, kehrte er nicht nach Deutschland zurück. Wie wir aus den inzwischen neu edierten, neu aufgefundenen Briefen an Heinrich Mann wissen, war Thomas Mann schon im April 1933 zu Ohren gekommen, dass er bei seiner Rückkehr nach München sofort verhaftet werden würde. Er blieb zunächst in der Schweiz, verbrachte die Sommermonate des Jahres 1933 in Sanary-sur-Mer, die folgenden Jahre wiederum in Zürich. Seit Herbst 1938 lebte er schließlich in den USA. Knapp 20 Jahre dauerte Thomas Manns Exil, davon 14 Jahre in den USA. In einem Brief an seine italienische Übersetzerin
vom 13. März 1933 heißt es dazu: Ich bin ein viel zu guter Deutscher, mit den Kulturüberlieferungen und der Sprache meines Landes viel zu eng verbunden, als dass nicht der Gedanke eines jahrelangen oder auch lebenslänglichen Exils eine sehr schwere, verhängnisvolle Bedeutung für mich haben müsste. Schon in diesen ersten Tagen seines Exils trug sich Thomas Mann im Übrigen mit dem Plan ein, so der Titel, Buch des Unmuts über Deutschland zu verfassen. Es kam in der geplanten Form nicht zustande. Erst 1946 wurden die Tagebuchnotizen aus den Jahren 1933-34 unter dem Titel Leiden an Deutschland veröffentlicht. Die denunziatorische Reaktion auf seinen Vortrag vom 10. Februar 1933 zum 50. Todestag Richard Wagners, initiiert von hohen Repräsentanten des Münchner Kulturlebens, die gegen eine angebliche Verhöhnung Wagners durch Thomas Mann meinten, protestieren zu müssen, hatte endgültig die Gewissheit geliefert, dass an Rückkehr nicht zu denken war. Auch wenn Thomas Mann sich erst im Februar 1936 zu einem öffentlichen Wort gegen das Regime durchringen konnte, Briefe und Tagebücher bezeugen einen Zustand krankhaft nervöser Erregung, degutierten Entsetzens und mühsam in wortmächtige Verachtung gebannter Verzweiflung über das Geschehen in Deutschland und zugleich über den stärker werdenden Druck, sich dagegen öffentlich zu erklären. Den Atrozitäten, der Brutalität und barbarischen Dummheit des Regimes, seinem staatlich exekutierten Antisemitismus, galt Thomas Manns geballte Empörung. Und der eigenen Existenz war durch das Exil auf krankmachende Weise der Boden entzogen. Variationsreich aktualisiert Thomas Mann damit den seit der Antike, unter anderem von Cicero und Ovid genutzten Topos vom Exil als einer Strafe, ja vor allem als einer Krankheit. Für seine existenzielle und politische Entwurzelung, für seine Verachtung gegenüber einem mit dem Nationalsozialismus zur Macht gekommenen, wie er schreibt, verhunzten Geist- und Groschenintellektualismus, für all dies findet er viele originäre Beschreibungen. Vor allem die 1946 dann auszugsweise veröffentlichten Tagebücher der beiden ersten Exiljahre sind dafür eine Fundgrube. Und auch für den Umstand, dass nur täglicher Medikamentengebrauch, Schlaf- und Beruhigungsmittel aller Art, die nervösen Schrecken der Heimatlosigkeit zu bannen vermochten. Sie merken, das Exil ist keineswegs eine geistige Lebensform. Es wird als Krankheit erfahren. Es verlangt immer erneut medikamentös-therapeutische Intervention. Überdies und kaum überraschend wird die Krankheit des Wanderlebens, des Hoteldaseins und der Passsorgen, auch dafür zeugen Briefe und Tagebücher der ersten Jahre, durch die Schandgeschichten verstärkt, die aus Deutschland zu hören sind. Sie sind in poetisch sprachmächtigen Diagnosen, wie etwa der folgenden, in eine ganz eigene Form von Thomas Mann gebracht worden. Ich zitiere eine Passage aus dem berühmten Leiden an Deutschland. Die ganze Bewegung ist ein wahres Sich-Sielen des deutschen Gemütes in der mythischen Jauche, dem mythischen Urschlamm. Der ganze falsche und zeitverhunzte Wiederkehrschwindel ist ein wahres Fressen für den Wahrheitshass. Die Gier nach Qualm und Dunst wird von der Führung mit kalter Bewusstheit und Berechnung demagogisch schundmärchenhaft ausgenutzt. Nun mag man einwenden, dass im Vergleich zum materiell und existenziell kümmerlichen Exilalltag der meisten deutschsprachigen Emigranten und Emigrantinnen Thomas Manns Leben im Schweizer und schließlich im amerikanischen Exil noch einigermaßen komfortabel gewesen ist. Auch galt er als Repräsentant des anderen, des wahren Deutschland, genoss insbesondere in Amerika hohe Anerkennung. Und dennoch, dem Exildasein haftete in seiner Sicht eine nicht nur latente Würdelosigkeit an. Sein Schrecken
war auch der Tatsache geschuldet, dass ein Regime ihn in diesen würdelosen Zustand gezwungen hatte, dem er 1936 schließlich öffentlich entgegenschleudern wird. Man ist nicht deutsch, indem man völkisch ist. Buchstäblich und metaphorisch sah sich Thomas Mann vor allem während der ersten Jahre des Exils in der Schweiz einem gleich mehrfachen Leiden ausgesetzt. Das Schrecken der Heimatlosigkeit, die Ende 1936 erfolgende nationale Exkommunikation führten zu einem Leiden an Deutschland, das er zwar mit allen schriftstellerischen Mitteln literarisch, analytisch dekonstruierte, das damit aber nicht weniger schmerzte. Denn es war die Lebensform des Exils selbst, die Thomas Mann als etwas ihm zutiefst Unzukömmliches, als eine entwürdigende, wiederum gerade nicht als eine geistige Lebensform empfunden hat. Diese Überzeugung, die sich vor allem in der stets genutzten und variationsreich abgewandelten Krankheitsmetapher niederschlägt, wurde, so meine These, durch die Produktivität und die Popularität, die Thomas Mann vor allem im amerikanischen Exil entfaltete und erlebte, nicht erschüttert. Der Grund dafür liegt in meiner Sicht in der Tatsache, dass es ein dem Teufel verfallenes Deutschland war, das seine Austreibung veranlasst hatte. Diesem barbarisch ungeistigen Deutschland hätte er niemals zubilligen können, ihn in eine sogenannte geistige Lebensform getrieben zu haben oder ihm seine Zugehörigkeit zu Deutschland und den Deutschen abzusprechen. Die nationale Exkommunikation, die Austreibung. Im Bonner Brief vom Dezember 1936 nennt er sie öffentlich eine sonderbare Schicksalsirrtümlichkeit. Und schon im März 1934 spricht er von seiner Exilexistenz als einem schweren Stil- und Schicksalsfehler. Bin damit beim zweiten Punkt. In dem soeben erwähnten Bonner Brief, mit dem Thomas Mann Ende Dezember 1936 auf die Aberkennung der Ehrendoktorwürde der Universität Bonn reagiert hatte, brachte er es auf die berühmt gewordene antithetische Formel. Er fühle sich nicht zum Märtyrer, sondern zum Repräsentanten geboren. Verstehe sich als jemanden, der ein wenig höhere Heiterkeit in die Welt bringen und nicht den Streit der Parteien und Meinungen weiter anheizen wolle. Für unseren Zusammenhang heute Abend sind vor allem diejenigen Sätze aufschlussreich, die der Antithese vorausgehen. In dem seit seinem Erscheinen im Januar 1937 in vielen Ländern veröffentlichten Brief schreibt Thomas Mann: Ich habe es mir nicht träumen lassen. Es ist mir nicht an der Wiege gesungen worden, dass ich meine höheren Tage als Emigrant zu Hause enteignet und verfemt in tief notwendigem politischem Protest verbringen würde. Die existenzielle, mentale und die argumentative Distanz solcher Gedanken zu Äußerungen, wie ich sie Ihnen eingangs aus der Lübeck-Rede des Jahres 1926 referiert habe, sie könnte kaum größer sein. Und der nun folgende Gedankengang, 10 Jahre nach der Lübeck-Rede und in Reaktion auf den Sieg des Nationalsozialismus und das erzwungene Exil formuliert, macht es noch deutlicher. Seit ich ins geistige Leben eintrat, habe ich mich im glücklichen Einvernehmen mit den seelischen Anlagen meiner Nation in ihren geistigen Traditionen sicher geborgen gefühlt. Das Exil, so muss man diese Ausführungen verstehen, hat Thomas Mann in einen schmerzhaften Bruch mit Herkommen und Selbstverständnis und damit in eine ihm fremde, ja falsche Lebensform gezwungen. Wo ursprünglich Geborgenheit, glückliches Einvernehmen mit Tradition und Herkunft herrschten, da entstanden der Zwang zur Politik, mehr noch der tief notwendige politische Protest. Sie haben das im ersten Zitat auf der Folie, die Sie gerade sehen. Begleitet wird dieser schmerzhaft
krankmachende Prozess von der Einsicht, dass das grauenhaft Falsche der nationalsozialistischen Herrschaft ihn zu einer Revision und Anpassung an Umstände zwinge, die seiner Natur eigentlich fremd waren. Damit nun gewinnen die Leiden an Deutschland und gewinnt die Krankheit des Exils eine Bedeutungsdimension, die ich bisher noch nicht hinreichend deutlich gemacht habe. Sie scheint in den Tagebüchern immer wieder auf, wird erstmals im Bonner Brief in der zitierten Form öffentlich gemacht. Thomas Mann hadert wortgewaltig und scharfzüngig mit seiner Lage und mit dem von ihm verachteten Regime, weil es ihn ins Exil und zugleich in eine Entscheidung zum öffentlichen Bekenntnis zwingt. Die Sorge um seine Münchner Habe, um Haus und Bibliothek, Manuskripte und Bücher. Vor allem aber die Hoffnung, dass seine Bücher, es ging, wie Sie wissen, vor allem um die ersten beiden Bände der Josef-Tetralogie, dass seine Bücher in Deutschland noch erscheinen und als ein hinreichend regimekritisches Bekenntnis würden gelesen werden können. Diese Hoffnung wurde für Thomas Mann in den ersten 3 Jahren des Exils handlungsleitend. Damit verbunden war seine Solidarität mit dem S. Fischer Verlag, auf dessen Intervention hin er die zunächst angekündigte Mitwirkung an Klaus Manns Zeitschrift Die Sammlung im September 1933 öffentlich zurücknahm. Sowohl in Emigrantenkreisen als auch in der eigenen Familie wurde Thomas Mann dafür und insgesamt für sein öffentliches Schweigen gegenüber dem Regime scharf attackiert. Thomas Manns Leiden an Deutschland ist also bis zum Februar 1936 auch als Folge seiner skrupulös reflektierten und vor allem gegenüber Tochter Erika heftig verteidigten Position zwischen allen Stühlen zu verstehen. Schon im Juli 1933 bekennt er in Reaktion auf Erikas leidenschaftliche Ermahnungen die, wie er sie nennt, Schiefheit und Unklarheit seiner Lage. Rechtfertigt sich freilich mit der, wörtlich, Einmaligkeit meiner Situation und sucht nach einem Weg, ich zitiere, zwischen der oft hysterischen Gekränktheit der Emigrantenjournalistik und der submissiv am Wiederaufbau mitwirkenden deutschen Schriftstellerei. Auf die Einzelheiten dieses zugleich exil- und familientypischen Streits kann ich sage es mit Bedauern, nicht eingehen. Ich erlaube mir den Hinweis, dass in der Gattungsgeschichte von Vater-Tochter-Briefwechseln der heftige Streit zwischen Thomas und Erika Mann aus dem Frühjahr 1936 seinesgleichen sucht. Im Februar 1936 sah sich Thomas Mann endlich genötigt, mit einem offenen Brief auf einen Artikel aus der Feder des Feuilletonchefs der Neuen Zürcher Zeitung zu reagieren und sich damit zur Emigration zu bekennen. Eduard Korudi hatte nämlich behauptet, von einer Emigration der großen deutschen Literatur könne keine Rede sein. Wo seien denn Gerhard Hauptmann und die Brüder Friedrich Georg und Ernst Jünger? Eine Gertrud von Lefort, einen Hans Carossa und deutsche Lyrik im Stile Rudolf Alexander Schröders habe die Exilliteratur doch nun einmal nicht aufzuweisen. Lediglich die Romanindustrie sei emigriert. All dies war gegen den Publizisten und Herausgeber des Neuen Tagebuch, Leopold Schwarzschild, gerichtet, der seinerseits behauptet hatte, dass sich die deutsche Literatur, die diesen Namen verdiene, fast vollständig ins Exil habe retten können, sodass man sich nun allmählich wirklich frage, wo eigentlich Thomas Manns Stimme bleibe. Der Streit um Thomas Mann, Januar, Februar 1936, wurde zum Streit um die Größe und um die Bedeutung einer Literatur des Exils. Es war ein literatur- und kulturgeschichtlich brisanter Streit, denn in ihm wurde nicht nur durch Korudi mit der latent antisemitischen Unterscheidung zwischen deutscher und jüdischer Literatur argumentiert. Und auch Thomas Manns Begründung, eine von vielen Begründungen für sein langes Zögern, war dem Wunsch geschuldet, nicht mit der politischen oder der jüdischen Emigration in einen Topf geworfen zu werden. Nun freilich, im Februar 1937,
war der Balanceakt nicht länger möglich. Mit der öffentlichen Antwort an Kurodi hatte Thomas Mann eine fast tödliche Bereitschaft, wie seinem Brief an Tochter Erika schreibt, bewiesen, und die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Auf die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft folgte die bereits erwähnte Aberkennung der Ehrendoktorwürde der Universität Bonn und jener Bonner Brief vom Dezember 1936, aus dem ich bereits zitiert habe und in dem es schließlich heißt: Höchst Falsches musste geschehen, damit sich mein Leben so falsch, so unnatürlich gestaltete. Ich suchte es aufzuhalten, nach meinen schwachen Kräften, dieses grauenhaft Falsche. Und eben dadurch bereitete ich mir das los, das ich nun lernen muss, mit meiner ihm eigentlich fremden Natur zu vereinigen. Ich fasse zusammen. Das Entwürdigende, die sogenannte Schicksalsirrtümlichkeit seines Exils, hat Thomas Mann insbesondere in den ersten Jahren in der Schweiz erheblich zugesetzt. Sein Selbstbild als Repräsentant war in Frage gestellt. Der wachsende Druck, er möge sich endlich öffentlich gegen das Regime stellen, machten ihm schwer zu schaffen. Dass all dies durch ein von ihm verachtetes Regime verursacht wurde, stimulierte seine rhetorisch-essayistische und auch seine literarische Selbstbehauptung. Und doch sollte es mehr als 3 Jahre dauern, bis er in seinem Status als Emigrant öffentlich einen tief notwendigen politischen Protest erkannte. Drittens. Ohne Übertreibung wird man sagen können, dass der Kurodi-Brief und der 10 Monate später verfasste Bonner Brief zum politisch-moralischen Befreiungsschlag wurden. Er beendete nicht nur das schmerzhafte Hadern mit dem Immigrantenstatus, er veränderte den Blick auf die Exilexistenz, die im Dezember 1936 erfolgende nationale Exkommunikation gab, wenn auch ex negativo seinem Leben und Wirken den Rahmen zurück. Er agierte nunmehr tatsächlich und insbesondere mit Beginn des amerikanischen Exils mit großer öffentlicher Resonanz in der Rolle des Repräsentanten und eben gerade nicht des Märtyrers. Er wurde, Sie alle kennen das große Buch in der Sache, er wurde Thomas Mann, der Amerikaner. Zitiere mit großem Nachdruck meinen Freund und Kollegen Hans Vagé. In 5 großen Vortragsreisen durch den amerikanischen Kontinent zwischen 1938 und 1943 hat Thomas Mann über 100 Vorträge gehalten. Er erhielt insgesamt 8 Honorary Degrees, war im Januar 1941 mit Frau und Tochter Gast im Weißen Haus. Auf Vermittlung seiner amerikanischen Gönnerin Agnes Meyer wurde er 1938 nach Princeton berufen, 1941 schließlich Consultant der Library of Congress in Washington. Dem vom nationalsozialistischen Deutschland Expatriierten wurde Amerika zur Heimat. Und dennoch, oder gerade deswegen, dem real existierenden, machtgestützt agierenden nationalsozialistischen Deutschland setzte er in vielen Reden und Vorträgen ein geistiges Deutschland entgegen, von dem er in den großen Reden des Jahres 1945 ausführlich handeln wird. Und für seine eigene Existenz als aus dem Lande getriebener Künstler findet er prominente, wiewohl gern als überheblich kritisierte Worte. Was ist Heimatlosigkeit? In den Arbeiten, die ich mit mir führe, ist meine Heimat. Vertieft in sie erfahre ich alle Traulichkeit des Zuhause-Seins. Sie sind Sprache, deutsche Sprache und Gedankenform, persönlich entwickeltes Überlieferungsgut meines Landes und Volkes. Wo ich bin, ist Deutschland. Dies ist kein Bekenntnis zu einer geistigen Lebensform. Es ist die ästhetisch-politische Attacke gegen ein Regime, das sich anmaßt, deutsche Geschichte und Kultur zu repräsentieren und dabei deren brutale Verhunzung betreibt. Gegen diese systematische Verhunzung setzt Thomas Mann ein literarisches Werk, das sich mit der Josef-Tetralogie in bewusster Opposition gegen das Land der Nürnberger Gesetze, der Geschichte der israelitischen Urväter, der Humanisierung des Mythos widmet, das mit dem Dr. Faustus, den ideengeschichtlichen Elementen
und den kulturhistorischen Ursprüngen einer deutschen Barbarei nachgeht und sie in einer politikfeindlichen, mythisch-germanischen Selbstverklärung des Deutschen findet, das mit Lotte in Weimar den Repräsentanten deutscher Dichtung zu einer Romanfigur macht, die Goethe-Imitation und Goethe-Travestie in einem liefert und damit ein literarisches Modell der Traditionsbindung anbietet, von dem der innerdeutsche Literaturkanon meilenweit entfernt war und das innerhalb der deutschsprachigen Exilliteratur seinesgleichen sucht. Und es ist in diesem Zusammenhang nun wahrlich nicht nur von symbolischer Bedeutung, dass Thomas Mann seinem Goethe zentrale Äußerungen aus dem Bonner Brief in den Mund legt. Im berühmten 7. Kapitel, dem großen Goethe-Monolog aus Lotte in Weimar, lässt Thomas Mann seinen Goethe Folgendes ausrufen. Ich habe mein Deutschtum für mich, mag sie, gemeint sind die Deutschen, mitsamt der boshaften Philisterei, die sie so nennen, der Teufel holen. Sie meinen, sie sind Deutschland, aber ich bin's. Und ging's zugrunde mit Stumpf und Stiel, es dauerte in mir. Das aber ist's, dass ich zum Repräsentanten geboren und gar nicht zum Märtyrer. Für die Versöhnung weit eher als für die Tragödie. Nebenbei bemerkt, diese aufschlussreiche Passage, durch die Thomas Mann 1936 den Goethe des Jahres 1816 zu seinem Sprachrohr macht, ist in allen Ausgaben des Romans seit seinem Erscheinen im Jahre 1939 einem Textverlust zum Opfer gefallen. Wir kennen sie erst, diese Passage, seit 2003 durch Werner Fritzens Edition in der GKFA. Wenn es also eines Beweises für die philologische Notwendigkeit und nicht nur die philologische Notwendigkeit dieser großartigen Edition bedürfte und eines Belegs für ihre Notwendigkeit, hier wäre er. Ich komme zum Schluss zu meinem letzten Punkt. Ich wiederhole. Vom Exil als einer geistigen Lebensform hätte Thomas Mann wohl niemals gesprochen. Zu groß waren und blieben die Erschütterungen und Anfechtungen. Zwar ließ sich das Herzasthma des Exils während der amerikanischen Erfolgsjahre lindern, aber nicht dauerhaft kurieren. Dass er mitten in der Arbeit am Leidensbuch und seiner radikalen Autobiografie, der Dr. Faustus ist gemeint, schwer an Lungenkrebs erkrankte, hat Thomas Mann selbst aus diesem Lebenswerk und zeitgeschichtlichen Kontext erklärt. Es ist daher nicht ohne böse Ironie, wenn Walter von Molo in seinem berühmten Brief vom August 1945 Thomas Mann mit dem Ausruf um Rückkehr nach Deutschland bittet, kommen Sie als guter Arzt. Das so tief geschlagene deutsche Volk bedürfe seiner in dieser Stunde der Not und der Zerstörung ganz unbedingt, damit es wieder, das deutsche Volk, Zukunftszuversicht entwickeln und sich nicht noch einmal aus Trotz verhalten werde wie Weiland nach dem Ersten Weltkrieg. Thomas Mann hat dieses Ansinnen bekanntlich entschieden zurückgewiesen. Auf Amerika als Vorbild demokratischer Staatsformen und seiner neuen Heimat verwiesen und dabei auch jene Formulierung gebraucht, die ich hier schon mehrfach zitiert habe. Ebenso wenig wie das Herzasthma des Exils vergehen die nervösen Schrecken der Heimatlosigkeit. Das Ansinnen Walter von Molos und anderer selbsternannter innerer Emigranten erschien ihm als schiere Zumutung. Thomas Manns Leiden an Deutschland sollte mit dem Ende des Krieges und dem Sieg über Hitler indes kein Ende haben. Sie wissen, dass neuer Streit entstand. Thomas Mann sich binnen kurzem in eine große Kontroverse verwickelt sah, die ihn eines Tages ausrufen ließ: Widerwärtiges aus Deutschland, kein Wort mehr äußern, keinen Stoff mehr geben. Und dennoch, er lieferte weiterhin Stoff, sorgte für Streit mit der in beiden deutschen Staaten gehaltenen Rede im Goethejahr 1949, mit der zunächst in Stuttgart und dann auch in Weimar gehaltenen Rede zum Schillerjahr 1955, mit seiner in beiden Fällen entschiedenen Kritik am Kalten Krieg und an einer vom Schlussstrich-Denken beherrschten Bundesrepublik,
die einen eisernen Vorhang gegenüber dem Osten für wichtiger hielt als die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Über Thomas Mann im Kalten Krieg, über das Nachexil wäre noch viel zu sagen. Dazu heute aber nichts weiter. Ich möchte mit einer Passage aus Thomas Manns BBC-Rede vom 30. September 1945 abschließen. Sie spannt den Bogen zwischen Positionen aus der Lübeck-Rede, den seelischen und politischen Erschütterungen in den ersten Exiljahren und Thomas Manns fortdauerndem Leiden an Deutschland. Er schreibt: Das Exil ist etwas ganz anderes geworden, als es in früheren Zeiten war. Es ist kein Wartezustand, den man auf Heimkehr abstellt, sondern spielt schon auf eine Auflösung der Nation an und auf die Vereinheitlichung der Welt. Alles Nationale ist längst Provinz geworden. Mir hat die Fremde wohlgetan. Mein deutsches Erbe habe ich mitgenommen. Man gönne mir mein Weltdeutschtum, das mir in der Seele schon natürlich, als ich noch zu Hause war. Vielen Dank für Ihre Geduld.